Disco-Time hier in Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Beziehungsweise fast, denn wir müssen die Disco noch finden bzw. auslösen. Dafür gehen wir jetzt nochmal neu in das Level hier rein und schauen nochmal an, wie wir das Ganze jetzt mit der Disco lösen können. Das ist ja unsere letzte Challenge, die uns noch fehlt. Letztes Mal hatten wir jetzt ja schon versucht. Wir haben die Disco ja angeschaltet, wie es auch beschrieben ist. Trotzdem hat es ja nicht gezählt und jetzt versuchen wir mal rauszufinden, ob wir vielleicht noch eine andere Disco finden oder ob wir jetzt irgendwas falsch gemacht haben. So, einmal kurz überspringen den Scheiß hier. So. Oh, please, I'm friendly. Ah, okay, hier ist der Raum hier. So, jetzt kommen wir relativ schnell zu dem Raum. Das ist schon mal gut. So, jetzt ist hier wieder die Disco. Ja, warte, wo ist denn die Disco überhaupt? Nee, fuck, da hinten ist sie. Ja, warte mal, wo ist denn die überhaupt? Nein, da! So, das ist die Disco jetzt hier. Das scheint auch nicht zu funktionieren hier. Jetzt mal unter die Disco mal herzulocken. Nö, geht auch nicht. Komm, die Disco ist doch aktiv. Was muss ich denn sonst noch machen? Das ist meine Sturmtruppe hier. Mit dem wir noch irgendwo drauf schießen. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, ich hab doch irgendwas, irgendwas mit diesen beiden Dingern hier machen. Wofür sind denn diese Zielscheiben da? Die machen halt so keinen Sinn. Sie vielleicht irgendwie in den Raum bringen? Ich weiß auch mal, alles kaputt hier. Könnte natürlich sein, weil ich überall diese Dinger hier an der Seite sind, aber ich weiß auch nicht, was das heißen soll. Die Kisten gehen nicht kaputt. Die verschwinden halt so komischerweise. Man dann geht. Okay. Die gehen auch nicht kaputt. Hier ist noch ein Ball. Als ob ich jetzt hier irgendwie was finde, vielleicht eine Waffe, die ich brauche, aber diese Kisten, die machen mich halt so nervös. Die müssen halt doch irgendeinen Sinn hier haben. Blastergewehr, Impulskanone. Nehmen wir das Blastergewehr. Ist das hier drin? Okay, eine Banane. Blasterpistole, Blastergewehr. Nehmen wir die Pistole mal mit.
Wofür sind diese Felder hier? Muss doch irgendeinen Sinn haben. Vielleicht finden wir in der Kiste hier noch irgendwas Wichtiges. Ne, auch nicht. Karabine. Was auch immer das sein soll. Ah. Was zur Hölle bringt das? Auch eine Frage, was bringt mir eigentlich dieses Terminal hier? So, kommen jetzt hier so eine Trainingsdruiden raus. In welchen Dutzend haben die aber auch nicht. Was ist, wenn ich einfach mal den Alarm auslöse? Achso, das sind einfach nur die Alarmanzeigen. Haben wir jetzt hier die Alarmdisco oder was? Nee, geht auch nicht. Was macht der denn da? Hey, du, Alarm wurde ausgelöst. Ah, jetzt kommen die Gegner raus. Die kommen ja schon aus den Felsen und den Dingern raus. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Aktiviere die Disco. Die Disco ist doch aktiviert. Okay, Freunde, ich habe jetzt doch nochmal nachgegoogelt und das ist mal wieder so eine typische Scheißbeschreibung. Ich finde den bescheuerten Alarm aus, weil der nervt. Man muss nicht die Disco aktivieren. Man muss tatsächlich dafür sorgen, dass die auch dabei tanzen. Das heißt, wir gehen nochmal aus dem Level raus, denn das können wir schon vergessen jetzt hier. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Truppen tanzen. Das steht nirgendwo mit drin. Da steht aktivieren. Aktivieren heißt einschalten. Da steht nichts von tanzen. Also, Entwickler, bitte beendet diesen Text, weil das geht gar nicht. Das ist falsch. In der Beschreibung steht nichts davon, dass die Truppen tanzen müssen. Da steht nur aktivieren. Also, das finde ich wieder sehr, sehr schlecht beschrieben. Also, das muss ich leider wieder sagen. Wird dann auch definitiv in die Kritik mit einfließen. Diese teilweise wirklich schlecht beschriebenen Missionen, weil wir können mal nachschauen hier. Hier steht: Aktiviere die Disco. Deswegen gehen wir jetzt nochmal in den Story-Modus. Denn wir müssen dafür sorgen, dass wir nicht entdeckt werden. Also auch mal wieder so eine Scheißquest sozusagen. Wie gesagt, wird nirgends gesagt. Komm mit. Hey, 82, das ist ja geil. Ich war der Ninja, how's that? Okay. Seht ihr, jetzt geht's nämlich. Glaube ich zumindest. Ai, 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 ai.
Seht ihr, jetzt muss ich die nämlich dahin locken. Jetzt rennt die da nämlich hin. Und jetzt müssen die Challenge auch kriegen. Ja, seht ihr? Wie gesagt, wird nirgends gesagt. Aber Hauptsache, wir haben es geschafft. Wird nirgends gesagt, dass man das machen muss. Also, hätte ich jetzt nicht gegoogelt, hätte ich jetzt hier noch eine Stunde im Level rumgelaufen. Also, ja. Kritisch. Also, TT Games, falls ihr das Video hier seht, schaut euch das bitte nochmal an. Also, ich denke auch nicht, dass das ein Fehler wieder in der deutschen Version ist. Also, so schlecht kannst du gar nicht übersetzen. Also, das wird in der englischen wahrscheinlich auch genauso scheiße beschrieben sein. Da steht nichts davon, dass die Gegner da reinlocken sollen. Da steht nur aktivieren. Aktivieren heißt aktivieren und nicht reinlocken. So, Hauptsache, wir haben es jetzt geschafft. Finalizer haben wir damit und damit geht es weiter ins nächste Level. Schauen wir jetzt mal, was wir da machen müssen. Tiefliegender Schrott fehlt uns eine Mission. So langsam habe ich den Dreh raus, haben wir schon geschafft. Besiegen innerhalb von 5 Sekunden 3 Teiljäger. Tief bleiben, hänge ein Schiff ab oder zerstöre eins, wenn du zwischen den Trümmern im Schiffsfriedhof fliegst. Haben wir schon geschafft. Jetzt haben wir das dritte. Weich einem zielgesteuerten feindlichen Geschoss aus. Okay. Gar nicht so einfach ohne Co-Pilot. Das ist jetzt so eine Scheiße wie damals bei dem Todesstern-Level. Na, schauen wir einfach mal. Tiefliegender Schrott und 2 Minikits fehlen ja auch noch. Starten wir das Ganze einfach mal. Wo ist ja hier eigentlich relativ egal, ob wir jetzt Story oder Freispiel machen. So, wir springen das Ganze hier. Wollen wir uns nicht anschauen. Da. Wo ist das? Wo ist denn das? Ich darf da gar nicht hin, okay. 1 von 4? 2 von 4? Was mache ich denn überhaupt? Okay, das Ding ist schon, aber jetzt meine Kugel da drin. Wo sind die Pfeile aber mal hin? Keine Karte verfügbar, warte mal. 3 von 5, also hier fehlt uns noch ein Medikit. Also, die Karte können wir leider nicht benutzen. Das Spiel wäre erstmal ganz normal. Gab es ja noch eine Durchflugspassage am Ende? Ja, das Schiff geht ab. Muss ich jetzt eigentlich wieder hier mit den Attacken arbeiten? Das hat gerade ja nicht gezählt. Vielleicht müssen wir irgendwas Neues ausprobieren. Ich kann ja auch wieder so fliegen, wenn man beide Tasten drückt. Ich mach nächstes Mal aus, wenn wir angeschossen werden. Ah, wo fliegt der denn lang? Ja, tatsächlich, er muss es wieder so machen, alles klar. Noch die Minikits. Wow, so ganz hoch hier sogar. Dass ich genau, dass ich mal genau hier den Webrand hier schon sehen kann. Soll, glaube ich, auch nicht so sein. Wie wieder stört, dass man wieder keine Quests sieht, sprich, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Gegner alle besiegen muss. Komm. Ja, muss ich, okay. Wir brauchen Torpedos. Haben wir vielleicht sogar schon welche? Okay, rein da. Und dass wir jetzt hier richtig sind.
Mir gab es ja auch ein paar Minikits hier drin. Ich habe aktuell noch keine Feinde, das ist nicht gut. Immer noch keine Pfeile. Also zwei Minikits fehlen, sehe ich aber relativ wenig. Komm, ist noch was? Ich kann leider ja nicht überspringen. Ja, Level vorbei. Also keine Ahnung, wo die Minikits sind. Ich habe jetzt die ganze Zeit keinen Fall mehr gesehen. Da war ja am Anfang einer, der war dann auf einmal weg. Da habe ich jetzt mal gedacht, okay, dann ist es vielleicht in der zweiten Instanz. Aber fliegt ja noch irgendwo durch, aber nö. Die fliegen der Schrott. Diesmal hängt es tatsächlich mal wieder an den Minikits, nicht an den Challenges. Gar nicht so einfach ohne Co-Pilot aber auch geschafft, dafür den Stein bekommen. Ja, zwei fehlen sogar noch. Also, die zwei müssen ja noch irgendwo sein. So. Gucken wir nochmal ganz normal. Am Anfang wurde ja noch was angezeigt. Und dann war es auch immer weg. No, da. Jetzt habe ich plötzlich vier Markierungen schon. Jetzt waren es zumindest noch zwei. Ach, die Geschütze, ne? Okay, das hier ist eins. Vier von fünf, so. Da ist natürlich noch keine Markierung, wo das andere sein kann. Eine Karte haben wir ja hier nicht, das ist ja das Problem. Deswegen muss es eigentlich im zweiten Abschnitt irgendwo sein. Aber da war ja auch nichts. So, hier ist auch nichts. Hier. Ich muss also gucken, ob hier oben noch irgendwas ist. Ja, so wollte ich es eigentlich nicht machen. Egal, ob wir so hoch sind. Das ist nicht so einfach, wenn ich keine Minikits finde. Dann ist es nicht so einfach, unten zu bleiben. Wo ist denn dieses verdammte Minikit? Oh, fuck, hier ist gesperrt. Ich dachte, da wären durchwegen. Ach so, das Dübel. Ich wollte sagen, warum fährt da plötzlich was über den Boden? Schaut irgendwie, ob es auf der anderen Seite noch Geschütze gibt, aber da war ja auch nichts. Gehen wir mal hier durch. Also da war auf jeden Fall mal ein Minikit. Das haben wir auf jeden Fall schon. So, dass den Lilian zuerst einsammeln. Draußen sammeln wir ja zuletzt ein. Hier scheint nichts zu sein. So, seht ihr irgendwo noch einen Fall? Also ich sehe keinen. Ich sehe auch keine Markierung oder irgendwie sowas.
Also die roten meine ich jetzt nicht, also ich meine, jetzt wären das schon auch die blauen. Die Minikriegspfeile. Ich sehe keinen. Vielleicht seht ihr wieder irgendwo einen, den ich nicht sehe. Hier darf ich nicht hin, okay. Hier werde ich direkt wieder zurückgeschickt. So, jetzt sind wir schon in der Phase hier. Das dürfte aber auch nichts ändern. Da ist auch nichts drin versteckt. Das ist ja eigentlich das Gleiche. So, ich schau mir mal um, hier ist kein Pfeil. Hat nur 1 von 5. 2 von 5? 3 von 5? Was machen wir noch? Komm, da schmeißen wir jetzt nicht automatisch da irgendwann rein. 4 von 5? Egal, muss ich mal geguckt haben. Tatsächlich, da ist das Minikit. Man muss 5 Teils zerstören, nachdem das Ding offen ist. Da musst du doch erstmal drauf kommen, ne? Okay, können wir rausgehen, haben wir geschafft. Das müssen wir erstmal checken. So, ich weiß noch, irgendwo war ja auch noch dieses eine Level, wo wir dann im Hangar drin waren. Oder war das Episode 8? Der Hangar war, glaube ich, Episode 8, ne? Ich sehe hier gar nicht mehr durch, wo wir uns hier schon waren. Hauptsache, wir haben es geschafft. Herausforderung haben wir und den Teil haben wir jetzt hier auch. Teige der ersten Ordnung in Mikromodell. Die Folge Lego Star Wars Die Skywalker Saga ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlisten, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich würde es mich auch freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um dann auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Dafür kannst du jetzt einfach in die Mitte klicken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine wunderbare Zeit und möge die Macht weiterhin mit dir sein. Ciao.